Inbetriebnahme mit Wotility. Alle WT-Netzwerkgeräte können mit dem Tool Wotility in Betrieb genommen werden. Schließen Sie zunächst die Spannungsversorgung und das Netzwerkkabel an. Auf www.wut.de/Artikelnummer finden Sie über Tools und Revisionsliste die aktuelle Version von Wotility. Nach dem Herunterladen installieren Sie das Tool auf Ihrem PC. Starten Sie Wotility auf Ihrem Rechner. Wotility durchsucht nach dem Start automatisch das lokale Netzwerk nach angeschlossenen WT-Netzwerkgeräten. Markieren Sie Ihr Gerät durch einmaliges Klicken auf den Namen. Klicken Sie auf den Button IP-Adresse und weisen Sie im angezeigten Dialog die gewünschten IP-Parameter zu. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Dynamische Zuweisung per DHCP. Zur Automatisierung der Inbetriebnahme ist das DHCP-Protokoll ab Werk aktiviert. Damit können dem Gerät automatisch die Parameter IP-Adresse, Subnet-Mask, Gateway und DNS-Server zugewiesen werden, sofern ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist. Manuelle Zuweisung. Hier geben Sie die IP-Adresse manuell ein und ändern, falls nötig, die Parameter Subnet-Mask, Gateway und DNS-Server. Über den Browser-Button öffnet sich die Home-Seite des Gerätes im Webbrowser. Hier finden Sie zum Beispiel die Anzeige von Messwerten und den Zugang zu weiteren Gerätekonfigurationen. Über den Link Anmelden, links im Menü, melden Sie sich als Administrator im Gerät an. Hier können Sie die weiteren Grundeinstellungen vornehmen, sowie die Website-Darstellung, diverse Kommunikationswege und Alarme bzw. Meldungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie auf wut.de.